Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Rabea ist wieder da. Gestern Abend war sie auch schon mal da, weil ich gesagt habe, Notfall, 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 nachdem wir wirklich, ja, bei dem Janota wirklich, der hat ja so geschnitten, ja. Das hast du, oh, es war ja schlimm. Und was heute ganz krass ist, ist, wenn ich den jetzt Leckerlis gebe und sowas, oder ja, der das Maul aufmacht, der stinkt nicht mehr. Ja, das sind ja auch die Ausdünstungen, ne, die dann aus dem Magen hochkommen. Und was auch nicht vergessen darf, die sehen ja heute schon ganz anders aus als gestern. Ja. Ne, wie schnell das geht, das ist so Wahnsinn. Krass. Ja. Aber ich glaube, wir müssen es auch zeigen. Ja, wir zeigen es. Ne? Wir gucken einfach mal. Okay. Wen wollen wir denn zuerst? Das ist egal, wir fangen hier vorne an. Den Bemalten. Ja, ich habe seinen Namen vergessen. Schoki. Hallo. Guten Morgen. Das ist Schoki. Da sind wir, ne, wieder, Schoki. Ja. Das war ja gestern, wir hatten ja gestern wirklich das Problem, ne, die, ja, Spritze da reinzukriegen, die du da gelassen hast. Ich habe jetzt im Nachhinein erfahren von, also der den Besitzerin, Injektor meinst du mit dem, genau, Medikament? Ja. Ja, ja, für mich ist das immer Spritze. Eine Spritze. Wurmkurspritze. Wurmkurspritze, ja. Und heute hat mir die Besitzerin erzählt, dass er in seinem alten Stall ganz viel runtergespritzt wurde, über Pasten ins Maul. Echt? Und als wir den gestern, als du weg warst, angemalt haben, habe ich ja hier diesen Edding hier in die Hand genommen, nur, ja, halt in Rot. Der hat uns fast umgebracht. Und heute hat es sich aufgeklärt, wo ich ihr gesagt habe, so, du kommst jetzt gleich, ja, nochmal. Sie hat gesagt, ja, aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr da Wurmkur-ähnliche, ja, Sachen macht. Ja, vielen Dank für die Information. Genau. Die wäre gestern schon ganz gut gewesen. Ne? So. Aber was du nicht vergessen darfst, unser geliebtes Blutbild. Ne? Ja. Wie sind die Zinkwerte? Ja. Ne? Und jetzt geht's los mit, ja, natürlich hätten trockenen Sommer, Allergien. Ja. Aber Zink haben die Pferde ja veratmet, sozusagen. Wie viele Blutbilder haben wir gemacht? 160 oder so? Ja. Und ich glaube, wir hatten nicht einen, wo Zinkwerte in Ordnung waren. Stimmt. Ne? Also ja, das ist jetzt vom Minimum. Ne? Wenn irgendwas da unten fehlt, ist hier oben schwer, ja, irgendwas, ja, genau, rauszukriegen. Ja. Und deshalb ist es ja immer so wichtig zu wissen, was ist los. Und auch wenn ich die Heuanalysen dieses Jahr sehe, muss ich sagen, ne, da ist abgesehen von Raufaser wenig anderes drin. Ja, es, ne, ist Wahnsinn. Und, ja, es ist halt so, schneller Aufwuchs, alles, ne, der Wind, das ist super schnell getrocknet, super schnell aufgewachsen. Wie viel hatten wir? Wer hatte denn 2 oder 3 Schnitte dieses Jahr? Ne? Also fast keiner. Ja. Ja. Also was mir heute jetzt auffällt, nachdem wir gestern wirklich die Medikation gemacht haben, er ist deutlich, deutlich ruhiger, ist auch viel aufgeschlossener. Ja. Und ich habe ihn zum Beispiel heute mit dem Antiallergikum habe ich ja auch, ja, gestern angefangen. Heute Morgen auch nochmal. Ich konnte ihn jetzt wirklich rausstellen, ja, konnte ihn bürsten. Das, super, war gestern hier gar nicht in der Stallgastklinik. Ja. Da war nur eine Fliege, ja, im Anmarsch. Und dann ist er schon ausgerastet. Ja, wissen wir selber, ne? Wenn es juckt, juckt es. Er hat richtig schön geschlafen. Angucken. Auch, ja, sehr schön. Mhm. Ich wollte nur einmal ganz kurz deine Zähne nachgucken, ja, okay? Ich weiß. Das ist nicht so schön, ne? Ja, es kann sein, dass er Theater macht. Dann müssen wir, warte, bitte. Ja, genau, mach mal. Mach's mal hier ab. Ja. Hey, hey. Machst du das Halfter da unten ganz weit, ja, auf? Und das war das, wo ich gestern halt gesagt habe, Mensch, du, ein hey, braves alles Pferd, gut. Ein braves Pferd sieht für mich aber anders aus. Und sie sagt, ja, der wurde richtig geknechtet. Soll ich die Handschuhe vielleicht ausziehen, ja, mein ich Freund? Ich glaube, das, ha, ist besser. Ich, glaub, das ich geht glaube gar nicht. Auch. Das geht gar nicht. Ja, ist doch alles du gut. Du kennst uns doch schon. Ja, ja, aber es ist ja alles doof. Hey, es ist alles so doof. Ja. Echt? Nein, du bist doch hier, damit dir alle helfen. Ja, es ist alles gut, Junge. Ja. Alles ist gut. Komm mal her, süßer Schnuckelmann. Ich mach dir gar nichts. Ich mach dir doch gar nichts. Zeig mal. Zeig mal. Hallo. Guten Tag. Naja, ich halte ihn halt. Der geht dann einfach durch dich durch. Ja. Der ist schön gemacht. Ja, auch schön. Sehr schön gemacht. Ganz toll. Ja,
Ja, sie hat gesagt, da war wirklich ein Backenzahn ganz weit hoch, dass er gar nicht aufeinander kam. Ja, hast du ganz toll gemacht. Ich würde auf jeden Fall, dass der Kollege oder die Kollegin, ne, ich meine, das bitte selber wissen, sich das im halben Jahr nochmal anschaut, weil ne, auch hier dann noch wieder ein bisschen korrigieren. Geil. Super. Guck mal, jetzt hat er uns lieb. Ja, ja, genau. Ist gar nicht so schlimm hier. Nee, ne? Oh, ist halt nur ganz skeptisch. Ne? Du musst gar nicht. Alles wird nämlich wieder gut. Okay. Zahnbehandlungstermine bei Rabea in ihrer Praxis in Merzen können ab sofort auch online unter equidentalcare.de gebucht werden. Magentherapie, das hilft, ne? Dann ist man gar nicht mehr so angesäuert. Ja, aber das ist so, ne? Mein Pferd ist sauer. Hm? Super. Ein bisschen ist er noch im Stress, ne? Ja. Mhm. Ja, der hatte gestern ja auch diese ganz aufeinander gepressten Lippen, ne? Ja. Das ist so, das, du siehst es noch, ne? Und er weiß noch nicht genau, wie er damit umgehen soll. Das war er lässt sich ja auf einen ein, ne? Ne? Ja, was man mit so Pferden alles macht, ne? Das ist ja, und es ist Wahnsinn. Was ja auffällig ist, ne, dass es immer wieder ja die Magenpferde, die Magenpferde, die Magenpferde. Aber bis die natürlich hier bei dir sind, ist es ja auch so, dass viele schon alles probiert haben. Ne? Ja, ja. Und ich finde das immer, das ist natürlich auch schwierig für den, der ist einer ADHS. Und für die Kollegen, ne, die kommen dann und dann kriegen die schnell was gesagt. Ne? Und hier hast du ja schon die Beobachtung und die Pferde haben alle Zeit der Welt, mal ganz kurz anzukommen. Und und dann einfach, dass man denen helfen kann. Ne? Das ist ganz dankbar. Ne? Ich glaube schon, ja. Oder kriege ich Gänsehaut. Ne? Da ist man ja verliebt in dich. Schokopop. Schokopop. Also deshalb. Anfragen für 3 oder jetzt auch neu für Eintageschecks auf Hof Eicheneck sind über www.pferde.support möglich. Persönliche Beratungen von Rabea oder Ariane kann man dort auch direkt buchen. Also einfach mal draufschauen. Ja, du machst das schon. Ja, alles ist ein bisschen gut. Ein anderes Bild wie gestern. Ja, das ist doch super, oder? Ja. Guck mal, innerhalb von, es sind ja nicht mal 24 Nein. Stunden. Toll. Und dann müssen wir noch gucken, dass das Yuki wegkriegen, ne? Ja. Und dann wird das auch noch besser, oder? Ha? Willst du da mitreiten? Mhm. Heute kommt seine Besitzerin noch. Mach dir das dann nachher. Ja. Ne? Da hat die bestimmt auch schon Spaß, wenn sie dich sieht. Sonst muss sie anrufen, dann nehme ich dich mit. Ja, genau. Ne? Wie war die erste Nacht ohne ihn? Es fehlte mir doch etwas. Und obwohl ich ja weiß, dass er in super guten Händen ist, habe ich natürlich mir trotzdem Gedanken gemacht. Ist ja klar. Also. Ich habe ja gestern auch ein bisschen rätselhafte Nachricht geschickt, ich weiß. Aber wir hatten gestern wirklich den Eindruck, oh, es war wirklich schwierig, weil er hat sich hier, also er ist mit Vicky spazieren gegangen. Er wollte an mir vorbei, hat sich ja ein bisschen aufgeklärt. Ich hatte ein Edding in der Hand. Ja. Dann hast du gesagt, Wurmkurmäßig oder sowas ist für ihn Graus. Tatsächlich ist das so, ja. Und alles, was Geräusche macht oder nach medizinischem Gerät aussieht oder nach Wurmkur, das ist für ihn echt, da hat er Angst vor. Dann haben wir ja sofort ins Schwarze getroffen. Wir alles, direkt alles ihr mit allem bedient, ja. Ja, ja wie man nicht so häufig sieht, Pferdebesitzer ist mit dabei. Ich muss, glaube ich, ein bisschen was aufklären. Ne? Das ist die Tanja. Tanja hat das Wikis Pferdeweltlied gesungen, wo wir uns mega drüber gefreut haben. Ich hoffe, dass wir auch bald ein Lied für uns kriegen von dir. Warten wir mal ab, was denn da so kommt. Bin ich ganz gespannt. Ja, und von daher haben wir gesagt, Mensch, wenn der Shoki jetzt kommt, du das ein oder andere Problem vielleicht mit ihm hast, wäre es ja schön, wenn wir dir ein bisschen was zurückgeben können. Weil wir haben da wirklich gesessen, haben es uns angehört, das Lied, hatten Spaß, haben uns gefreut, hatten, glaube ich, tagelang einen Ohrwurm. Und man hat es immer nur gesummt. Und ja, ich hätte natürlich ganz gerne auch dir einen Wunsch erfüllt. Und ich denke, dann ist es ganz wichtig, dass du einfach mit dabei bist, weil ich sehe gerade gar nicht das Problem unbedingt in Shoki. Klar, der hat ein bisschen Magenproblematik, da kriegt er was für. Aber ich habe eher so das Gefühl,
bis ich dich zu einem Schritt bewegen muss. Hast du gar kein schlechtes Gefühl, das ist durchaus nicht so abwegig. Ja, das stimmt schon. Also erstmal hast du mir einen wahnsinnig großen Gefallen getan, damit dass wir hier sein können. Das ist schon mal was ganz Tolles, was du mir geschenkt hast. Und die Sicherheit um den Schoko. Aber du hast es ganz richtig erkannt, dass mir eine Sicherheit fehlt. Also im Umgang mit dem Pferd, oder nicht im Umgang mit dem Pferd, sondern tatsächlich mit dem Reiten. Also es ist tatsächlich so, dass es mir seit kurzer Zeit sehr, sehr schwer fällt und ich da tatsächlich so etwas wie eine Angst entwickelt habe. Ja. Also ich glaube tatsächlich nicht. Ich wollte dem Schoko nie wehtun. Mir war nicht klar, was kann ich mit ihm machen, was kann ich nicht mit ihm machen. Dabei hast du mir natürlich schon wahnsinnig gut geholfen. Der andere Punkt war eben, dass ich an meinen reiterlichen Kompetenzen zweifelte, ihm gerecht werden zu können unter den Voraussetzungen, die er vielleicht gar nicht hat oder vielleicht jetzt an ihm doch hat. So. Also du hast jetzt keine Angst, dass wenn du dich draufsetzt, dass er böse ist oder irgendwelche Sachen macht, die dir jetzt gefährlich werden könnten, sondern es ist eigentlich eher so, dass du denkst, er ist hoch ausgebildet und kannst du dem gerecht werden. Ja. Ziemlich exakt genau das. Aber ich glaube, genau das ist das, was er nicht bräuchte. Jemanden, der genau das abruft, was er sein bisheriges Leben erlebt hat. Ja, das könnte gut möglich sein, denn er hat es ja wirklich nicht einfach gehabt und ist ja auch ein geschundenes Seelchen. Also tatsächlich dem, was er so erlebt hat. Was ist denn deine Horrorvorstellung, was passieren könnte? Also was hält dich denn davor ab, jetzt zu sagen, jo, ich nutze die Zeit, Ariane, du führst mich und ich gehe einen Schritt drauf. Also ziemlich unelegant, vor der Kamera vom Pferd zu fallen, das wäre schon ziemlich furchtbar. Runterzufallen, warum? Im Schritt? Es gibt ja jetzt keinen konkreten Grund, aber das wäre schon sehr... Im Schritt? Nein, ich denke nicht, dass ich im Schritt vom Pferd fallen werde. Genau. Also was? Nein, das denke ich nicht. Also, nein. Okay. Also, das kriege ich wohl hin. Aber daraus wird es ja nicht bestehen. Ne? Also ich möchte ja ganz gerne, dass Schoko und ich gemeinsam durchs Gelände reiten können, dass er ein entspanntes Freizeitpferd sein darf und werden kann. Und wir beide eben ein total glückliches, harmonisches Team. Das ist mir eigentlich ganz, ganz wichtig. Das möchte ich im Grunde. Dann habe ich den Schoki gestern hier kennengelernt. Ich weiß nicht, ob er in Wirklichkeit so ist. Manchmal ist man als Pferdebesitzer, und jetzt gehe ich vielleicht eine Stufe zu weit, ist man als Pferdebesitzer auch ein bisschen, ich nenne es, verblendet. Du bist jetzt nicht der Erste, der mir das mal sagen würde, dass ich es wäre. Aber ja. Wir hatten hier halt gestern so die Situation. Ich bin natürlich auch wirklich ganz akkurat da drin. Ich mag mich nicht anschubsen lassen. Wenn ich da jetzt stehe und ihn putze, darf er auch nicht in meine Richtung kommen und mich einfach wegschieben. Davon hatten wir gestern ganz viele Situationen. Nicht grundsätzlich, aber es gibt Situationen, in denen hat er Angst. Ja. Also, und dann könnte das schon passieren. Zum Beispiel, wenn du mit der Sprühflasche kommst. Das mag er halt nicht besonders gern. Da gibt es erstmal so 2-3 Ründchen vielleicht, bis es ihm dann zu langweilig wird oder ich ihn überzeugt habe. Das okay. Also er ist nicht böse und er ist auch respektvoll eigentlich im Umgang mit einem. Ja. Er schubst sich nicht grundsätzlich weg, aber es kann mal passieren. Aber es ist nicht eine, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Unart von ihm. Das, okay. Das könnte ich so nicht sagen. Ist dir denn was aufgefallen? Das ist jetzt eine Nacht. Ich finde es ganz erstaunlich, dass seine Silhouette eine komplett andere ist. Also ich finde es ganz erstaunlich. Ich habe gesehen, dass er Dellen hatte, das sah aus wie Ödeme. Also oder dass er zumindest so aufgewollen auf. Sein Bauchumfang war wesentlich mehr. Also ich bin wirklich total erstaunt, dass er so eine schöne Figur jetzt hat. Es wird noch besser. Ja. Stell dir mal vor, wenn du mit ihm reitest. Und er kriegt Muskeln. Ja, dann wird er wahrscheinlich ganz ausgesprochen schön sein. Ich finde das ganz, ganz interessant, dass du das so beschreibst, weil das ist das, was wir gestern halt auch gesehen haben. Es sah so aus wie in Menschenform wäre es Zellulite oder so Pickel unter der Haut, die so nach außen drücken. Und das ist immer ganz enorm, weil die Rabea war ja gestern Abend schon da und die kam heute Morgen ja nochmal. Und dein ganzes Pferd wirkte gestern kürzer. Mhm. Der Hintern war eingezogen und es ist jetzt alles viel flacher. Es fällt nicht mehr so steil ab und du kriegst mehr Sattellage. Ja, es sieht tatsächlich so aus. Also es wirkt tatsächlich, als wäre sein
Der Übergang wesentlich, ja. Wesentlich sanfter. Ja. Ja. Wie würde man das bei einer Liedendung nennen? Ein weicher Übergang oder ein sauberes Ausklingen oder so? Keine Ahnung. Ja, ein sanfter Übergang, ne? Ein sanfter Ausklang. Ja, ein sanfter, das ist eben so. Er hat wieder eine gesunde Silhouette, finde ich. Also so sieht. Ich finde es traurig. Also ich finde es eigentlich auch traurig, dass man ja auch anspricht, wenn man dann Hilfe sucht, dass er ja doch eine Problematik noch hat, ja. Da noch was im Raum steht. Ich habe ja sehr, sehr viel mit ihm gemacht und auch fütterungstechnisch, der Tierarzt war andauernd da, Osteopathen, Physiotherapeuten. Und ich fand ihn auch immer aufgegast hinten, aufgequollen zum Beispiel. Aber dass das dem so wenig Relevanz geschenkt wurde, als dass es irgendwie ein Problem verursachen könnte. Mhm. Und nun seht ihr denn doch an, er steht da vollkommen entspannt, scheinbar schmerzfrei, ohne Bauchschmerzen. Das spricht ja nur dafür, dass er es vorher hatte und tut mir schon ganz schön leid. Und freut mich jetzt natürlich, dass es anders ist. Ja. Also, aber es tut mir leid, dass das vorher einfach... Aber ich glaube, das ist ein Zustand, will ich mal so sagen, der ist schon für viele ganz normal geworden, weil die Pferde halt einfach gut genährt aussehen. Dabei ist es einfach nur ein dicker Bauch. Ja. Wenn du dir vorstellst, sind sie du müsstest mit, wie heißen die Dinger, Taucherflossen. Ist jetzt ein übertriebenes Wort, aber stell dir vor, du hättest Taucherflossen an und solltest damit laufen. Dann könntest du nicht mehr so doll abrollen, weil du ziemlich weit hinten mit deinem Schwerpunkt bist und vorne viel hast, wo du dich rüberhebeln musst. Tiefe Beugesehne, oberflächliche Beugesehne müssen ganz, ganz viel Weg machen und werden natürlich gedehnt. Dann hast du die Hufrolle, die da unten ist. Das ist ja zum einen auch ein Schleimbeutel. Und du könntest, glaube ich, wenn du wirklich wieder reiten möchtest, würde ich wahrscheinlich dafür sorgen, weil er ist 9, er ist noch ganz jung, würde ich wahrscheinlich dafür sorgen, dass ich ihn diese Strapazen von diesem nach vorne treten, dieses weiche Durchfedern, dass ich ihm das angenehmer mache, damit ich die Beugesehnen zum Beispiel nicht so strapaziere. Nein. Ja, kurz bevor wir hergekommen sind, abends um 9 Uhr, ist er nochmal ganz schnell notdürftig beschlagen worden. Das ist nicht sein ursprünglicher Beschlag. Also seit ich ihn habe, ist er nach hinten versetzt beschlagen, also dass er abrollen kann. Er hat praktisch diese Abrollhilfe. Ist auch. Ich könnte mir vorstellen, dass du noch mehr tun kannst. Also ich habe es jetzt halt ganz aktuell bei Happy und bei Konrad. Mhm. Die waren immer nach hinten versetzt beschlagen wegen dem Abrollen. Mhm. Ich habe da drin nie ein Problem gesehen. Mhm. Jetzt sind wir ja nun über Radea zu den Herrn Ahlders gekommen, der da in der Tierklinik, der fährt in andere Kliniken auch. Mhm. Nur er macht das halt in den Kliniken, diese Beschläge, weil er sagt, wenn Pferde müssen ruhig stehen. Er macht ja Millimeterarbeit, ne? Genau. Das habe ich ja gesehen. So, und der hat das ganz schön erklärt. Er hat gesagt, ich kann jetzt das Eisen zurücksetzen, aber ich verändere dadurch die Statik nicht. Der Hebel bleibt der gleiche. Ich nehme zwar vorne was weg und er könnte darüber kippeln, aber das Fesselgelenk und auch in der Grundposition bleibt die gleiche, ne? Aus dem Keller. Das ist, er hat es ganz schön gesagt, wir sind vorne auf ein Brett getreten, dass wir vorne erhöht waren. Mhm. Und es ist schwieriger, sich anzuheben, als wenn du zum Beispiel auf einen leichten Absatzschuh bist und schon nach vorne gekippt wirst. Das ist natürlich für Pferde, die eine saubere Stellung haben, nicht gut. Und er nennt das immer Sprintsituation. Die Pferde sind ja Sprinter, die müssen schnell weg. Ja. So, und in dem Moment, wo man durch diese falsche, in Anführungsstrichelchen, Stellung, wenn er jetzt nach vorne kommen sollte, aus dieser Position, kannst du das Eisen zurücksetzen, so viel wie du willst, das obere da drüber. Das ändert sich ist ja nicht geändert. Ja.
So, und das ist etwas, wo natürlich viele sagen, oh, früher hat man die Keile benutzt. Ja. Dann hieß es, Keile machen die Trachten kaputt. Das habe ich den netten Herrn auch gefragt. Er sagt so, ja, sagt er, Keile machen die Trachten kaputt, wenn man an der vorderen Situation nichts ändert. Und so weiter. Ja, man hatte die, hat das gesehen, die ne? Folge auch gesehen und fand die auch unsagbar ja. interessant und war sie erstaunlich, auch. Was man machen ja. müsste, was man machen ja. kann und was man machen müsste, damit ja. sie optimal steht. Wir probieren heute mal, ich sehe das gerade, wir probieren heute mal das Gebiss aus. Ne? Morgen probieren wir mal ein anderes Gebiss. Okay? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Pferde, du hast da ja so ein super teures Gebiss drinne, was in der Mitte so miliert ist, was so einen anderen... Ein bisschen anders, ja. Genau. Und ich habe viele Pferde hier gehabt, die da drauf allergisch reagiert haben. Gebiss ist ein ganz großes Thema. Ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken bei dem Gebiss und mache auch den Handtest. Und, habe auch diesen und jetzt komme ich. Und dass bloß nichts kneift irgendwo. Ja. Und dass bloß nichts... Und dann... aber an diese Beschichtung, dass die das Allergien hervorrufen könnte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ne, und du siehst ja auch, es fängt schon an zu schäumen. Meine Traumvorstellung wäre, auch wenn du dich momentan körperlich überhaupt nicht so fühlst, ja, das ist, dass ich auch ein großes dich Thema. Da drauf kriege. Für mich ist es nur immer ganz schwierig. Es ist, Vicky hatte früher Angst vor höheren Sprüngen und ich musste ihr immer Mut machen, darüber zu gehen, weil ich weiß, dass sie es kann. Wäre aber dann was passiert, weil ich gesagt habe, trau dich, du schaffst es. Und es wäre irgendwas passiert, dann hätte ich danach da gestanden und es hätte mich mein Gewissen zerfressen. Ja, ich kann das schon verstehen. Und den Zwiespalt habe ich gerade. Ich auch. Das heißt, wenn du gerne reiten möchtest und die Chance wahrnehmen möchtest, das hier mit uns gemeinsam zu machen und ich dich mit der Longe begleite, wir im Schritt bleiben, ausschließlich im Schritt, dass du erstmal entspannen kannst, dass du erstmal fühlen kannst. Wäre das in deinem Sinne? Kannst du mich da von meinem Zwiespalt befreien oder nicht? Das wollen wir mal sehen. Also das wäre schon sehr schön und ist klar, es ist ja mein Ziel und manchmal muss man seine Angst vielleicht einfach mal ins Auge sehen und den ersten Schritt tun. Ja. Gucken wir mal, ob wir es gleich auch wirklich hinkriegen. Es wäre mir schon ein Bedürfnis natürlich, jetzt wo du mir gesagt hast, er ist okay, meine Baustelle anzugehen. Ich habe ein Mamaherz. Ich verbiete meinem Kind auf alles, sich draufzusetzen, was uns nicht vorgeritten wurde. Soll ich ihn vorreiten? Kannst du da? Ja, klar, kein Problem. In der ganzen Zeit, die ich ihn hatte, hat er noch niemals gebuckelt, gebockt oder war wirklich böse. Okay. Letzte Woche saß tatsächlich, weil sie eben ganz, ganz zart und ganz leicht ist, ein 11-jähriges kleines Mädchen, ganz okay. zart ist auf ihm drauf. Und ich selber bin ja erstmal eine sehr, sehr besorgte Mutter ja. und sehr umsichtig im Umgang mit Kindern vor allem und würde so ein Risiko niemals nicht wagen und eingehen. Wie lange hast du jetzt nicht geritten? Alles. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also ich saß natürlich schon auf dem Schoko drauf und bin ein bisschen in der Halle rumgeritten, auch mal eine Schrittrunde ins Gelände. Okay. Vor seinem Unfall, vor meiner Erkrankung jetzt. Aber seitdem, aufgrund mehrerer blöder Umstände, schlecht anders möglich. Okay. Ein bisschen Angst hast du mir jetzt, oder ein bisschen Sorge hast du mir jetzt genommen, also zumindest das. Das andere kommt nur durchs Tun, ne? Durchs Alltägliche, ja. indem man wirklich immer wieder drauf sitzt. Und es ist ja auch so, du musst ja eigentlich auch gar nicht über irgendeine Grenze gehen. Du musst natürlich die Grenze überschreiten, überhaupt erstmal aufzusteigen. Und es zwingt dich ja niemand, zu Hause zu traben, oder es zwingt dich niemand, zu galoppieren ich oder sonst was zu machen. Ja. Hallo. Schau mal auf.
Das ist nicht gerade schönes Medium-Material. Das ist das, was ich meine. Ja, ich dachte es mir. Ich weiß es. Es hat sich ja ein bisschen etwas geändert. Ein Schritt war ein ganz toller Schritt heute. Alles gut, bleib zurück. Halt. So ist fein. Die schon wieder. Es wird alles gut. Es wird alles besser, es wird alles gut. Und daran glaube ich ganz fest. Und ich gehe mir das mal an. Probieren wir es mal aus. Bin ganz mutig, wenn ich am Ende dieses Videos darunter falle und mich zum Affen mache. Ne? Dann aber. Aber gut. Ja, wir reiten, oder ich reite den Choco gleich, quasi zum Abreiten. Und dann gucken wir mal, wie die Tanja das dann macht. Und ja, ich bin aber guter Zuversicht. Und ich denke auch, vielleicht, wenn sie sich das noch traut und es auf dem Platz gut klappt, dass ich dann mir Campi nochmal eben hole, ohne Sattel. Und wir dann vielleicht nochmal eine Cross-Trail-Runde gehen. Nicht, dass er gleich in seinen Springpferd-Modus fällt und mit dir über die Sprünge zieht. Das würde mich auch mal interessieren. Nein. Na, also was mir gestern aufgefallen ist, als wir ihn hier durchgescheckt haben, dass er ganz viel interessiert ist an allem anderen, aber nicht an dem, der was mit ihm macht. Er ist tatsächlich so, dass er sich fast da rausnimmt, um keine Beziehung aufbauen zu müssen in dem Moment. Und sich, ich glaube, weil er hat eine bewegte Vergangenheit und der vertraut einfach erfahrungsgemäß, durch seine Erfahrung einfach nicht sofort. Ich habe wirklich 4 Monate stundenlang täglich mit ihm zusammengesessen und nichts getan, nichts gemacht. Ich bin nur da gewesen, nur da sein, dass er es vielleicht schafft, mich als Freund zu sehen. Und der hat ganz viel schwungvolle Bewegung. Der hat sehr gute Bewegung. Jetzt mit Sattel und Gurt sieht es fast teilweise so aus, als wenn er manchmal ein bisschen taktet. Spricht auch wieder dafür, weil halt einfach ganz viele Pferde diesen Bereich, wo jetzt der Gurt ist oder wo das feste Sattelblatt ist, darunter sitzt ja Magen, Milz und Leber. Auf der linken Seite wollen die nicht richtig nach vorne gehen. Ich möchte ganz gerne, dass er ein bisschen rauskommt aus seinem Modus. Hopp, hopp. Ja, klasse. Super. So ist er fein. Super machst du das. Prima. Gut, gut. So. Gut gemacht. Klasse. Okay. Ich kann jetzt nicht dahin. Guck mal. Ja cool. Toll, ne? Ja. Schoki. So schön, das so zu sehen. Also wirklich. Ist doch toll, ne? Fein. Klasse. Und tief. Gut. So, ne, was man sieht, ist, dass er links Galopp eine halbe Runde hält oder anderthalb und dann umspringt. So, was ganz schön ist, ist, dass er jetzt den Galopp halten konnte. Man merkt aber, dass ihn irgendwas stört. Ich würde wirklich das Gebiss mal wechseln. Vicky, kannst du einmal ein anderes Gebiss holen? Was hat er? 12,5, also er hat 13,5 in der Wassertrense, in der Schenkeltrense habe ich 12,5. Ich habe auch eine Schenkeltrense für ihn gehabt, allerdings mit einem doppelt gebrochenen Gebiss. Und ich dachte, das ist gut, bis ich eine weitere Folge gesehen habe. Was mir jetzt auffällt, ist, dass er wirklich zuerst Probleme hatte, den Galopp auf der Hand zu halten. Er ist häufig umgesprungen. Jetzt zum Schluss war es wirklich gut, aber man sieht, dass er ein Unwohlsein zeigt. Das kann natürlich klar noch der Magen sein, keine Frage. Das sieht man ganz deutlich. Wir versuchen aber auch noch mal ein anderes Gebiss, gerade jetzt an der Longe, dass halt einfach die seitliche Begrenzung da ist. Na, und siehst du dieses Antraben? Das ist wie Falco damals so ein halbes Angaloppieren.
Ne, ist auch immer ganz, ganz typisch eigentlich. So rechte Hand ist für die Magenpferde meistens schwieriger, weil sie denn links aufdehnen müssen. Man sieht das auch schon, dass die Hinterhand quasi außen vorbei fußt, damit keine Längsbiegung nach rechts passiert. Gucken, wie das im Trab und im Galopp ist. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Ein bisschen buckeln kann er dann ja doch. Hopp, hopp, hopp. Ja, komm. Ja. Super. Na Conny, da guckst du, ne? Das ist auch ganz, ganz häufig, komm. Ganz, ganz häufig bei Magenpferden, weil die halt die linke Seite nicht dehnen wollen. Ich verstehe. Hm. Komm. So, und ich lasse ihn jetzt einfach hier so ein bisschen sich lösen. Wenn er links seine Verletzung hatte, ist es also wichtig, dass wir das wirklich trainieren. Mhm. Dass er da wieder Kraft kriegt. Ja. Und du hörst ja schon, er atmet sehr kurz. Ja, sehr schön. Und kurz ist auch der Galopp. Und jetzt möchte ich ganz gerne, dass er längere Sprünge macht, dass er entspannt und auch länger atmet. So sind also wieder ganz viele Bausteine. Wir haben das Gebiss gewechselt. Es ist eigentlich die schlechtere Hand für Magen, hat man auch von der Bewegung her deutlich gesehen. Trotzdem viel kooperativer als auf der anderen Hand eben. Und jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert, wo er eben mit dem anderen Gebiss wirklich ein bisschen maulig war. Ob das jetzt auch noch so ist, ob das wirklich an der Hand liegt oder ob es jetzt am Gebiss lag. Das wäre jetzt noch mal interessant. Super! Hopp, hopp, vorwärts! Gut machst du das, komm! Super, super! So, und Galopp! Hopp, super, komm! Klasse! Super! Prima machst du da. So, und das sind manchmal so Kleinigkeiten. Wirklich Kleinigkeiten. Wir haben jetzt das Gebiss gewechselt. Es sieht anders aus. Und ganz häufig ist es auch so, dass man den Pferden mal eben Zeit einräumen muss. Na dann kann Vicky ja jetzt rauf. Gut, ja klar. Klasse. Kann ich im Schritt losgehen? Du musst auf deine Finger aufpassen, weil der drückt da immer so nach. Ich glaube, wir müssen noch mal gurten. So, falls irgendwas sein sollte, würde ich dich einsammeln. Du hast dann halt nur diese Fliehkraft nach außen. Aber dafür steht ja notfalls der Zaun. Du kannst ja mal schauen, wie er reagiert, wenn du Wegweiser machst zum Beispiel. Fein, Therapie. Toll, schön. Hast gemerkt, so, das fühlt sich an, als wenn er vorne taktet, ne? Machst du Kala-mäßig. Genau, erstmal loben, dass er überhaupt im Gang ist. Toll, klasse. Das ist gut. Super, 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 super. Toller Junge. Ah, da willst du sogar abkauen. Sehr gut machst du das, Vicky. Ne, musst alles ausprobieren. Nicht zu viel Druck. Ja, genau. Ne, und dass, wenn er im Trab ist, dass du ihn nicht mit allem konfrontierst, also nicht mit vorne und mit hinten, sondern dass du erstmal guckst, dass er geschmeidig. Hast gemerkt, jetzt wollte er sich schon runterstrecken. Guck mal, toll. Wichtig ist, dass er dann nicht aneckt, wenn er nach unten kaut, dass du dann auch wirklich mitgehst mit der Hand. Schau, toll. So ist er fein. Prima machst du das. Sehr gut, Vicky. Ganz, ganz gut. So, versuch mal selber zu atmen, ganz in Ruhe. So ein bisschen Sevalo-Urlaubsfeeling. Jawohl. So, er traut sich jetzt wirklich immer ein bisschen mehr zu machen. Guck mal, jetzt schenkt er dir schon seinen Rücken. Die Vorderbeine kommen schon ein bisschen nach vorne. Super. So, dann versuchst du ihn einfach noch mal
anzutraben. Und kannst du dich noch daran erinnern, bei Carla hast du ganz viele Sachen ausprobiert. Ich würde ihn dann einmal umschnallen. Ich kann mir vorstellen, dass sich die andere Seite unrittiger anfühlt. Fein, oh toll, Mensch, super. Schoki, toll, toll, toll. Ja, fein. Ja, super. Klasse, ich versuche ihn ein bisschen einzusammeln. Bleib mal hier bei mir, bleib mal hier bei mir. Fein. Ei, klasse, Schoki, toll. Jawohl, guck mal, er probiert schon wieder. Er möchte gerne wieder tief kauen. Na, und du siehst jetzt quasi, wie weit er runterfesselt in den Vorderbeinen. Na, also es ist wirklich ganz extrem, dass der Huf quasi ganz weit voraus ist. Ei, prima gemacht. Schoki, toll. So, ich habe dich hier jetzt ein bisschen länger. Da driftet er jetzt von sich aus nach außen, ne? Was passiert, wenn du das äußere Bein nimmst? Wenn du ihn auch, aha, wenn du es, ja. Okay, große Klasse, ne? Dass du quasi an Traversale denkst, weißt du? Ganz vorsichtig, so, dass du ihn vielleicht mit deiner äußeren Körperspannung ein bisschen rumholen kannst. Und ich helfe hier nur ganz leicht. Jawohl. Gucke mal, klasse. So ist fein. Und dann parierst du ihn dir gleich durch. Wenn du das Gefühl hast, dass er wieder schön geht, du zufrieden bist, parierst du ihn dir durch. Super. Sieht ganz schön aus. Sehr schön. Ne, und theoretisch gesehen, wenn du wirklich ein Magenpferd hast, er zeigt ja gar nicht hundertprozentig scharfe Symptome. Außer jetzt beim Gehen. Ne, andere Pferde zeigen ja noch viel mehr. Ne, was ich jetzt ganz, ganz toll finde, ist, dass er schon im Trab, rechte Hand ist immer schwierig für Magenpferde, dass er auf der linken Hand schon richtig schön losgelassen hat. Ne, und jetzt kommen natürlich viele Faktoren auf einmal. Ich habe ihn rechts im kleinen Kreis. Er möchte gerne bis zum Zaun driften. Vicky muss ihn irgendwo rimholen. Heißt aber für ihn Rechtsstellung und Rechtsbiegung. Will er nicht, weil es halt weh tut. Wenn du jetzt aber dich da drauf setzt und sowas gar nicht verlangst, sondern es so machst wie jetzt und das für dich nutzt, um selber wieder Körperspannung zu haben, um selber wieder aufs Pferd zu kommen, sehe ich überhaupt gar kein Problem. Und dann tastest du dich da langsam ran. Was macht er, wenn ich hier komme? Was macht er, wenn ich da mache? Weil die Problematik ist ja eher, dass du ihn vielleicht gar nicht in Gang kriegst. So, und was ich jetzt ganz enorm finde, er kennt diesen Platz gar nicht. Wir waren hier noch nicht drauf. Da unten laufen unsere Pferde, hier steht ein Radlader, hier gibt es viel zu gucken und er ist absolut entspannt. Ja. Fehlt nur noch der Crosstrail-Test. Normalerweise verkrümelt sich Vicky da ja heimlich immer alleine hin. Nur heute wird sie mal an der kurzen Leine gehalten. Ich tue einfach mal so, als wenn ich nur sonst wie ein Beilegsel bin, ne? Und du machst alles alleine, ich bin nur deine Notbremse eventuell. Klasse, machst du das. Prima. Super, super, super. Supi. Guck mal, zwischendurch kannst du mal ein bisschen Gras fressen. Hä? Was hältst du davon? Halten wir da vorne mal an und ich rupf dir was ab, okay? Ja? Wollen wir das machen? Ja, guck. Ja, hallo Jack, hallo Campi, hallo Joey. Fein. Gut machst du das. Klasse, klasse. Schau mal. So fein, ganz fein. Ganz, ganz toll. Du machst das aber auch wirklich super, Vicky. Guck mal. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen wir zu unserem kleinen Anti-Schreck-Geländetraining hier.
Da sind wirklich rechts viele Sachen. Oh, der hat aber einen guten Schritt, mein lieber Scholli, ey. So, fein. Mal gucken, was er sagt. Hindernisstangen, die auf der Erde liegen. Hä? Ein Ruderboot. Ei, schön. Klasse, prima. Och, toll. Möchtest du was haben? Vor Schreck hat er jetzt die ganzen Sachen gar nicht gesehen. Und damit hätte ich ja nicht gerechnet. Ganz toll. Hey, du musst an deine alte Mutter denken. Die kann nicht so schnell. Nein, mach bloß. Fein. Schau mal. Klasse. Bitteschön. Tanja brach schon in Tränen aus gerade eben. Ja, ein wundervolles Bild, ne? Einfach total schön zu sehen, dass die beiden so nett miteinander harmonieren. Nette Zukunftsaussichten für mich sind's. Ja, und einfach, mir fällt einfach so ein riesiger Stein vom Herzen, dass, ja, dass die Ursache gefunden ist für seine Problematiken und für sein Unwohlsein. Und dass er heute schon so, so viel schön entspannter ist, als das gestern noch war. Das freut die Tanja sehr. Finde sie einfach klasse. Oh, supi! Guck mal! Springpferd muss lernen, Hügel zu gehen. Ja, richtig, richtig toll. Vicky sagt schon, hier auf dem Crosstrail ist er sogar viel entspannter. Er schreitet richtig schön los. Jetzt reitet sie weg. Das soll sie eigentlich nicht machen. Sie sollte hier stehen bleiben. Leine ab, Hund weg. Gilt eben auch für Kinder. Naja, auf jeden Fall kennt er hier wirklich das Gelände gar nicht. Er war noch nie hier hinten. Da ist das Ruderboot, das muss ich immer wieder sagen. Da sind wirklich Big Packs, da sind verpackte Siloballen, einfach als Schreckgegenstände. Es gibt viel, viel, viel zu gucken. Es hat ihn gar nicht interessiert. Es hat ihn null interessiert. Richtig, richtig toll. Und auch das Klemmige vom Reitplatz hat er hier gar nicht gehabt. Ganz toll. Was soll ich machen? Augenbrauen hochziehen vom Kameramann. Aber sensationssüchtig läuft er hinterher. Soll ich noch im Gebüsch rascheln? So. Jetzt heißt es, liebe Tanja, ja. Kappe auf. Und wenn es dir hilft, singst du auf dem Pferd. Weil, sehr schön. Ja, es ist so, weil dann atmest du. Das befreit, ne? Na, und du atmest. Oder ich singe ganz schlimm, weil ich vergesse zu atmen vor Panik und blamier mich vor Millionen. So, also das also, war richtig gut. Ja, es hat das schön gemacht. Du hast es auch sehr schön gemacht. Wundervoll, danke. Du auch natürlich. Ihr beide. Und wer jetzt noch gegen Ariane antritt, dem gehen ganz schnell die Argumente aus. Ich habe gar keine Kappe mitgenommen. Tja, wir haben so viele. Wenn du jetzt nicht anfängst, fängst du nie an. Das würde ich so jetzt auch nicht sagen, aber, aber ich. So, und er findet das total toll. Ganz toll findet er das. Wie du oben drauf, das wird ja nicht gefilmt. Also da nö, ist zwar nö, die Kamera, das glaube ich euch auch, ja, dass das nicht gefilmt wird. Das gehört eindeutig zu den Sachen, die euch abends beim Weintrinken im Bett anguckt. Wir gucken uns immer alte Videos an. Ja, wie all die Dicken versuchen, auf ihre Pferde zu klettern. So. Sehr schön. Du sitzt jetzt auf deinem Pferd. Und draußen. Das vierte Mal sitzt du auf deinem Pferd. Mal. Vielleicht das sechste. In einem Jahr. In einem Jahr. Immer. Nein. So, und du atmest jetzt einfach mal durch und versuchst einfach mal diesen schönen Sattel und dieses schöne Pferd zu genießen. Schoko, okay? Eine gute Trainerin muss eben nicht nur reiten können. Ein Psychologiestudium durch 20-jährige Berufserfahrung sollte wohl auch im Lebenslauf stehen. Auch wenn Pferde gar nicht lesen können. Indem du ihm sagst, du darfst mit mir einen gleichbleibenden Schritt. Fein. Super. Fühlt sich sein Rücken weich an, fühlt er sich hart an. Toll, so sah das bei Vicky auch aus. Und sie sagte, im Gelände, da gerade auf dem Crosstrail, war es sogar noch schöner, weil sie ihn gar nicht treiben musste. Und da will er auch hin, merkst du das? Ja, ja.
So, und ich möchte, dass wenn du zu Hause bist, zu Hause hast du keine Kamera, dass du anfängst zu reiten. Also da hat er mich echt überrascht, dass der hier so brav geht. Ja, da bin ich toll. Ich muss ganz ehrlich sagen, Schoki hat mich absolut überrascht gerade, weil beim Ablongieren habe ich gedacht, und es ist aber so Carla ähnlich. Ich weiß nicht, ob du Carla gesehen hast. Alles. Da war alles gesehen. Als ich mit ihm den Crosstrail gegangen bin mit Vicky drauf, ist er wirklich vorweggestratzt. Ich bin nicht vorne gegangen. Ich bin hier gegangen und der ist motiviert, freudestrahlend losgegangen. Nicht so wie auf dem Platz, müde und platztot, so nenne ich es immer. Platztot ist ein ganz gutes Wort. Ich nehme an, das ist auch das, was er dort erwartet, den Tod. Umso schöner wäre es, wenn wir beide das hinkriegen oder dass wir eben durchs Gelände laufen können, das Gelände ziehen können und sich eigentlich mein Traum davon, mit meinem Geländeschoko schöne Stunden draußen im Wald zu verbringen, sich erfüllt einfach. Das wäre wirklich das, was ich mir wünsche. Und den ersten Schritt und ganz viele auf seinem Rücken habt ihr mir gerade hier ermöglicht. Und das war ein ganz wahnsinniger Schritt für mich persönlich. Und ich persönlich bin auch sehr, sehr froh, dass ich ihn gegangen bin. Also ich hätte wahrscheinlich noch so ein bisschen gebraucht, vielleicht ja oder zwei oder so. Nee. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und Schoki so mein Leben ein bisschen schön machen können. Ausritt gemacht. Ja, das war die fast eine Stunde. Wie lange war das? Durch den Wald. Also das war unglaublich. Das hätte ich gestern noch nicht gedacht. Das war sehr, ich bin ein bisschen gerührt, deswegen kann ich nicht ganz so schön und flüssig reden. Aber ich bin ein bisschen gerührt davon, dass ihr das ermöglicht habt und dass ich es gemacht habe und dass es sich so schön entwickelt hat. Ganz feines Schönes Pferdchen. Ende für heute. Wunderbar. Für heute, ich bin mega zufrieden, finde ich richtig gut. Schoki sieht auch überhaupt nicht gestresst aus, wie man sieht. Und jetzt freut er sich, glaube ich, wenn er raus kann. Du kannst ja gleich mit dem nächsten Pferd weitermachen. Wir haben da noch drei stehen. Machst du mit Vicky einen schönen Cross-Terrain-Ritt. Ich sehe die Motivation und die Freude platzt dir förmlich außer Augen. So viele Ängste haben sich da erzählt. Ich fühle das nicht schon wieder. Doch, so viele Ängste haben sich da. Weißt du, wie viele Menschen es gibt, die das haben? Und die gucken sich ihr Pferd krank, damit sie rechtfertigen können, nicht endlich anzufangen. Ganz schrecklich, aber es könnte durchaus sein, dass das ziemlich genau zutrifft. Ja. Natürlich, tatsächlich, ich bin ja kein, also tatsächlich die Sorge, weil er ja nicht dir, oder zumindest als nur bedingt reitbar ursprünglich angeboten wurde oder verkauft wurde. Aber das, was du vorhast, ist doch für ihn total super. Und wie man ihn gerade gesehen hat, hat er ja Spaß. Ne? Er hat super, auch Spaß. Klasse. Perfekt. Alles gut, Mäuschen. Ne? Ich weiß, das juckt alles. Ich glaube, heute sind wir alle zufrieden. Kameramann ist für eine halbe Stunde entlassen. Und dann hole ich ihn wieder. Abholtag für Schoki. Die Tanja kommt gleich. Wir haben ihn so ein bisschen schick gemacht. Ich glaube, das war so ihre Vorstellung. Sie hat sich ganz neu eingedeckt. Sie hat gesagt, das passt so schön zu den Herbstfarben von der Eiche. Finde ich richtig süß. Man merkt jetzt schon, Schoki, ohne Gurt läuft er ganz frei, ganz schwungvoll. Mit Gurt ist das Ganze erst ein bisschen beklemmend für ihn. Ist aber auch ganz normal bei Magenproblematik. Von daher lasse ich ihn einfach jetzt ein bisschen warm laufen. Ich hoffe, dass die Tanja sich freut, wenn sie ihren Schoki gleich in der Sonne mit den schönen Sachen sieht. Und dann gucken wir mal. Gestern war es richtig gut. Sie ist zum ersten Mal ja quasi auf ihrem Schoki wieder gesessen und ist sogar Crosstrail geritten. Ganz, ganz toll. Prima. Ja, was man bei Schoki ganz klar sieht, es ist noch so ein bisschen Gedankenschmerz vorhanden. Die ersten Trabschritte sind sehr klamm. Dann merkt er aber, glaube ich, auch ist gar nicht mehr ganz so schlimm.
und dann wird es immer lockerer. Wie schön sieht der aus. Hopp, hopp, komm. Hopp, ja fein. Hopp, hopp und hopp. Prima. Oh. Ja, wir haben uns Schätzchen. Gedacht, du hast so schöne neue Sachen gekauft. Oh, herrlich. Wunderschön. Dann in dem Herbst Sonnenlicht. Ja. Du so schön. Ach, wundervoll. So schön. Ihr beide. Schoki, wie schön bist du? Wie schön bist du aus? Wie schön läufst du vor allem? Es ist ganz krass. Ich bin ja gerade erst auf den Platz gegangen. Mhm. Gestern hat er ja noch Rodeo gemacht. Mhm. Jetzt gerade auf der rechten Hand, klar. Ja, beim ersten Angaloppieren, aber gleich wirklich schön losgelaufen. Ja, er lief wirklich. Mhm. Also ein schönes Bild. Ja, wie war denn so deine Nacht nach deinem ersten Ritt? Ganz aufgeregt, weil natürlich konnte das gar nicht so richtig verbuchen, da wo es hingehört. Ja. Irgendwie, ne? Es war schon ein ganz, ganz tolles Gefühl und ich bin auch ganz anders aufgewacht heute. Also ich bin mit einer ganz anderen Motivation aufgewacht. Es war viel heller, alles viel schöner draußen und mit meiner Hausaufgabe wird es dir noch viel besser gehen. Ich tippe und ich hoffe mal, aber ich fürchte tatsächlich, dass es so sein wird, ja. Es war ein ganz tolles Erlebnis gestern. Also wir haben heute Morgen noch ein bisschen rumgetestet und wir haben festgestellt, dass dieses Stampfen und Scharren, wenn er da steht zum Beispiel, der stand die ganze Zeit entspannt. Wir konnten gurten, wir konnten bandagieren, wir konnten alles machen und das Stampfen und das mit dem Kopf immer dieses Rabiate, dass er da so rumgeht, ist, wenn er die Trense draufkriegt. Für mich wäre es jetzt so, wenn ich aus psychologischer Sicht gucke, würde ich zum Beispiel das Gebiss immer mit dem Leckerli verbinden, dass er einfach das Leckerli greift und das Gebiss mitnimmt. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch Sachen, was man an das Gebiss ranmachen kann. Mhm. Sei es, manche Pferde mögen Honig, andere Pferde mögen Apfelmus. Naja. Es gibt auch Maulbutter mit Apfelgeschmack und sowas, dass er das einfach gerne mag. Weil das macht er ohne Trense drauf hier zumindest gar nicht. Ja, der ist dann angespannter. Ne? Also das ganze Pferd ist dann angespannter, sobald er weiß, es kommt irgendwie in den Arbeitsmodus. Ja. Oder es könnte gleich etwas von ihm verlangt werden, was er früher mit Schmerzen verbunden hat. Und die Trense heißt ja jetzt, alles gut. Ist ja der erste Schritt nebst des Sattelns natürlich dann, ne? Ja, ich drehe ihn mal ein bisschen seitlich, weil das fand ich nämlich auch ganz krass. Ich weiß nicht, ob du das Bild noch im Kopf hast von seiner Seite, dass er so ganz kurz wirkte. Jetzt musst du dich mal richtig hinstellen, bitte. Er hat jetzt eine, nicht mehr diese eingezogene Kruppe, wie so ein überzüchtetes Dressurpferd, sondern er hat jetzt eine gerade und es geht auch flach weiter, also es läuft lange aus und nicht flupp abgeschnitten. Ja, du hast recht. Also das hat man ja gestern in den Ansätzen schon erkennen können, dass seine Silhouette sich veränderte, positiv. Heute sieht man es natürlich noch mal wesentlich deutlicher. Auch, dass der aufgepustete Bauch nicht mehr so ein aufgepusteter Bauch ist, sondern ein schöner Pferdebauch. Und für mich ist es jetzt natürlich schwierig, das heißt, für dich ist es viel schwieriger, vielleicht diese Situation oder diesen Zustand erhalten zu können. Ja. Weil es fängt ja schon damit an, dass du zurückkommst in deinen alten, in Anführungsstrichelchen, Stall. Ja. Wenn du das erhalten wolltest, müsstest du theoretisch gesehen dafür sorgen, dass er keinen Stroh mehr hat. Ja. Was dann natürlich wieder ein Riesenproblem mit Heu ist. Das ist das allergrößte Problem, sowieso sehe ich als noch größtes. Also Stroh ist die eine Sache, aber Heu, ne? Das ist unser aller Kampf immer, die wir einstehen. Irgendwo. Entspann dich einfach. Das gleiche Bild hatten wir bei Freudentanz vorm Anhänger. Da hatte der richtig Stress und hat genauso ausgeschlagen wie er. Nach 2 Tagen Anhängertraining, er möchte ja jetzt auch sich hier ein bisschen, ne? festschnabbeln, stand er entspannt, weil er keinen Stress mehr hatte. Du kriegst aber eine Hausaufgabe, ja, super, die sowas alles bewältigt. Aber erst dann müssten wir schauen,
Das mit dem Heu ist, glaube ich, so ein ganz großes Missverständnis eigentlich, weil es heißt ja immer, 24 Stunden Heu müssen sie fressen. Zur Verfügung haben. Genau, ja. Das wäre das richtige Wort, weil ich stehe hier, kein Pferd frisst 24 Stunden. Ja. Sondern wenn ich mal bedenke, unsere Heuraufen da draußen füllen wir zweimal auf. Das müssten wir theoretisch gesehen gar nicht, weil es ist ja auch ganz viel unten auf der Erde. Das ist gar nicht viel für so ein großes Pferd, wenn man sich das ausrechnet. Ja. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hättest, einfach zu sagen, Mensch, für die Nacht, was muss ich dir mehr bezahlen, damit ich da noch ein vollgestopftes Heunetz reinhängen kann? Das wäre wünschenswert. Also, dass diese Option überhaupt bestünde, habe ich schon probiert, aber das wird aus Prinzip leider eher abgelehnt, weil ich damit ja das die Fütterphilosophie kritisiere. Ich erlebe es aber leider jetzt momentan ganz häufig, dass Pferde und Besitzer wirklich Probleme haben. Die Pferde werden krank, die haben Schmerzen. Ja. Der Besitzer kann sein Pferd gar nicht, das böse Wort, nutzen. So nutzen, wie er es gerne möchte, weil das Pferd ganz viele Probleme mit sich bringt. Und alles nur, weil es um ein angebliches Prinzip geht. Ja. Wenn ich jetzt mal einen Gedankengang an die Stallbetreiber geben sollte oder würde, dann würde ich sagen, liebe Stallbetreiber, nutzt doch die Menschen aus, die für extra Sachen bezahlen wollen und gebt ihnen das extra, weil dadurch verdient ihr ja auch. Und wenn alle das plötzlich wollen, dann ist die Boxenmiete viel höher. Das ist doch also viel, viel besser. Ja, dein Wort in Gottes Ohr, in Stallbetreibers Ohren. Also Fakt ist, wenn ich es jetzt nicht durch die Blume sagen sollte, wenn du diese Möglichkeit nicht hättest, müsstest du in Kauf nehmen, dass er wieder Schmerzen kriegt, Stress kriegt. Du dieses Bild und die Option, ihn wirklich geschmeidig reiten zu können, verwirfst oder es gibt andere Möglichkeiten. Ja, das ist ja keine Option. Es ist ja keine Option, deinem Pferd Schaden zuzufügen, also oder in Kauf zu nehmen, dass ihm Schaden zugefügt wird durch eine falsche Fütterungsphilosophie. Also das, daran werden wir auf jeden Fall arbeiten. Also zumindest suche ich da nach Alternativen. Ich will nicht, dass er Bauchschmerzen hat, dass es ihm schlecht geht. Dieses hier zum Beispiel, was er jetzt macht, wäre für mich, wenn es mein Pferd wäre, eine Trainingssituation. Du siehst, ich gehe da gar nicht drauf ein. Mhm. Ich unterhalte mich einfach mit dir weiter. Ich passe nur auf, dass er mich nicht hier irgendwo schnabbelt oder dass er durch die Gegend geht, sondern dass er einfach so lange hier steht und du nimmst dir ein Buch und liest was Schönes oder unterhältst dich mit jemandem oder liest ihm was vor und bleibst hier einfach stehen, bis er sich hier hinstellt, schont, die Ohren abklappt, mit Trense, mit Gurt, mit Equipment, ne? mit diesem hier, bis er einfach merkt, Mensch, passiert gar nichts. Es hat alles nichts Böses mehr, ne? Das hat immer mit Positiven verbindet. Die zweite Aufgabe, die du von mir kriegst, ich zwinge dich ja heute nicht wieder aufs Pferd, wie du siehst, es ist kein Sattel drauf. Wie nett. Gestern musste ich dich ja zwingen. Vielleicht hast du das mitgekriegt. Du sagst, er hat wenig Kondition. Mhm. Ich würde aber auch sagen, entweder ist es wenig Kondition oder er hat ein leichtes Atemgeräusch, dass er einen leichten Ton vielleicht hat. Das wird wahrscheinlich schlimmer, wenn du ihn zusammenstellst, wenn du ihn in Beizäumung reitest, was ja ganz viele machen, wo sich Pferde denn teilweise wehren, weil vielleicht nicht genug Luft reinkommt. Da musst du dir aber gar keine Gedanken machen, weil wenn du ihn reitest, tust du ihn, glaube ich, nicht zusammen, sondern du möchtest einfach entspannt reiten. Ja. Deswegen kannst du das getrost zur Seite packen. Ich möchte aber, dass der Shoki jeden Tag ausgiebig Trab und Galopp geht. Und nicht nur drei Runden. Sondern der kann wirklich... Er kann das jetzt schon. Du bist überzeugt, er kann das. Er ist jetzt nach der Verletzung auch wieder in dem Zustand, dass er kann. Und das braucht er auch. Auch wenn du verletzt bist, musst du ganz schnell Muskulatur aufbauen. Weil ich glaube, der hat hammermäßige Bewegung, wenn er sich traut. Und diese Chance musst du ihm geben. Das heißt, wenn du ihn angaloppierst, drei Galoppsprünge hältst, durchparierst. Mhm. Angaloppierst, durchparierst. Mhm. Einfach nur, um ihn erstmal locker zu kriegen. Und dann kannst du ihn ruhig mal 10 Runden oder
stell dir einen Timer an einer Stoppuhr am Handy. Mal 2 Minuten galoppieren, ohne einmal durchzuparieren. Weil man denkt immer, oh, es ist ja schon so lange, weil einem das so lange vorkommt. Ja, ja, das ist. Es ist aber nicht lange. Als er gekommen ist, war er ganz aufgeschwemmt. Und du hast ja jetzt seit ein paar Wochen oder seit 2-3 Monaten ein ähnliches Gefühl, halt einfach krankheitsbedingt. Ich nehme an, durch Medikamente kommt das so. Und kein anderer kann sich besser vorstellen, wie man sich fühlt und wie das an das Selbstbewusstsein geht, wie du. Weil beim Pferd ist das genau das Gleiche. Wenn die sich nicht mehr bewegen können, wenn der Fluchttrieb durch Schmerzen oder durch pralles Gewebe, durch stramm gezurrte Gelenke eingeschränkt ist. Das ist einfach eine Qual. Also ja. Und wenn er das auch so empfindet, die kriegen Angst. Das hast du mir auch erzählt. Ja. Er hat jetzt die Beweglichkeit wieder. Er ist wieder schmal. Er kann sich wieder bewegen. Er weiß es aber noch gar nicht. Ja. Und schon gar nicht mit dieser Kombination. Und du übernimmst jetzt die Aufgabe, ihm zu sagen, hey Schoki, komm, ich lese dir ein Buch vor oder ich singe dir ein Lied, bis du dich entspannen kannst. Und dann gehört die Bewegung dazu. Ja. Das wünsche ich mir, dass du das machst und dass du dich dabei mitbewegst, dass du nicht nur in der Mitte stehst und ihn gehen lässt, sondern dass du dich mitbewegst. Und ich möchte, dass du nach dem Longieren, wenn du körperlich dazu in der Lage bist, also wenn du aufrecht stehen kannst, dann möchte ich, dass du dich im Anschluss draufsetzt. Jeden Tag? Zum Beispiel. Leute, das ist eine Herausforderung für mich. Aber ich freue mich ja einfach, dass du sagst, er kann es. Und das ist ja schon mal eine ganz, ganz andere Basis und eine ganz andere Information als die, die ich für mich so hatte oder die ich oder Ausgangsposition, ne? Ich freue mich natürlich unsagbar, wenn du sagst, er ist dazu wieder in der Lage und ich kann das mit ihm machen, muss mir keine Sorgen um seine Gesundheit machen und tue auch noch was für mich dabei. Sag ich dir was? Du nutzt jetzt bitte mal ihn für deine Gesundheit. Das würde er nämlich sehr gerne machen. Aber es ist ja immer eine Sache. Es gibt ja einmal den körperlichen Schmerz und es gibt auch einen emotionalen Schmerz. Ja. So, und ein emotionaler Schmerz, den man, der lange unbeobachtet, unbearbeitet bleibt, führt in der Regel auch zu körperlichen Schäden, zu Organschäden. Ja. Und du siehst, dass er jetzt richtig mit sich zu kämpfen hat. Er hat jetzt getrampelt, er hat gezuckt, er möchte sich gerne aufdrängen. Andere würden jetzt sagen, oh, er sucht Hilfe bei mir. Er möchte sich anschmiegen. Das dürfen die aber bei ihrem Chef auch nicht. Da können die sich dahin parken und können den Schutz von ihm genießen, aber sie dürfen niemals an ihn rantreten. Und ich sehe schon, ihm fällt es jetzt schwer, die Augen offen zu halten. Er fängt an zu gähnen. Und wir stehen noch nicht mal 2 Stunden hier. So, und er kriegt Sicherheit und Entspannung und Zufriedenheit, indem du ihm sagst, in dem Rahmen darfst du dich bewegen. Dann weiß er das. Er hat eine Eingrenzung, in der er sich sicher fühlt, in der er gelobt wird, in der er alles machen kann sozusagen. Und durchbricht er aber diese Grenze, dann wird es unbequem. Ja. Ja, okay, das mit dem hinterher drauf, in Ordnung. Das kostet nicht Überwindung. Nein, eigentlich gar nicht. Das hat mich gestern schon wirklich ganz schön motiviert. Also das war schon wirklich eine Überwindung. Es hat mich wirklich eine Überwindung gekostet. Und das war gut, dass ich es gemacht habe. Es war tatsächlich echt ein Schritt und im Grunde genommen gar nicht mal so ein wahnsinnig großer. Und ich hatte so eine Angst davor. Ne? So, für ihn ist es Trockenreiten. Für dich ist es aber ganz, ganz wichtig, weil für dich ist das was anderes. Den Einstieg, ne? Mhm. Den Einstieg dahin, aber auch, guck mal, was er jetzt in 3 Tagen an Gewebsflüssigkeit verloren hat, nur weil wir ihn gearbeitet haben. Wenn du dich da drauf setzt und jeden Tag 20 Minuten Schritt reitest und nicht drauf sitzt und Bein hängen lässt, sondern Schritt reitest und deinen Körper spannst,
dann scheidest du auch aus. Ja, ja, das hattest du mir schon gesagt. Ja? Das ist natürlich doppelt, eine doppelte Hilfe. Der hat jetzt auf ihm, wir haben ihn am Montag angepasst, da war er ja noch so, hatte er eine Brücke und hat nicht optimal gelegen. Aber so, dass ich sage, Mensch, das könnte man bestimmt verändern. Vicky macht das schon. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie es jetzt ist. Ja. So, am Montag gab es hier oben richtig Druck. Du siehst, jetzt kommen wieder Stressbausteine. Mhm. Ne? Das ist ohne alles gar nicht. Am Montag habe ich noch gesagt, der müsste eigentlich ein bisschen enger und nicht weiter, damit er in diese Position kommt. Würde ich jetzt schon gar nicht mehr machen. Jetzt würde ich einfach mit dem Pad arbeiten. Dann gibt es Sättel, die gehen steif weiter und machen hier ganz viel Druck. Dieser hier macht hier oben jetzt Druck. Mhm. Aber weil er vorne runter liegt ein bisschen. Ja, ja. Würdest du ihn jetzt enger machen, würdest du ihn höher holen und würdest wahrscheinlich mehr Druck hinten kriegen. Mhm. Deswegen würde ich wahrscheinlich, zeige ich dir gleich, einfach, wir haben hier immer so ein Lammfell mit Gelpad integriert, dass du den insgesamt ein bisschen anhebst und dann hast du die Bauchstelle hier vorne weg. Merkst du, da hakt es ein bisschen. Ja, so, und wenn man das wegmacht, das musst du natürlich auf beiden Seiten machen, ja, ne, dass du drunter durchgehst. Und wir holen jetzt einfach mal, das muss natürlich trotz Pad beglichen werden. Ja, ansonsten ja, hast du ja trotzdem an der Stelle punktuellen Druck. Ne, wir wollen ja einfach nur gucken, ob man es, ob das die Rechnung aufgeht oder nicht. So, wenn du jetzt etwas hast, was den Sattel vorne höher holt, geh mal drunter durch, hast du den Druckpunkt nicht mehr da. Der Sattel liegt aber an sich, wenn du einen Sattel hast, der falsch liegt und reindrückt in den Trapezmuskel und du packst dann was drunter, dann wird der Druck verstärkt. Ja. Der Sattel ist aber vom Grunde genommen her nicht verkehrt und drückt nicht stark. Ja. Veränderst du ihn aber vorne, indem du ihn ein bisschen enger machst, dass er ein bisschen höher kommt, kommt er hinten tiefer und hinten hat er schon ein bisschen zu viel Druck. In der nächsten Zeit keine Pirouetten und nein, so übermorgen vielleicht. Ja, lass mir mal einen Tag Zeit. Und wenn du mal fühlst, merkst du, dass hier ein Polsterloch ist. Und das ist das und auf der Seite auch. Hier ist es stramm und dann fällst du hier rein. Ah ja, jo. Und das ist das, was da oben am Montag als Brücke zu fühlen war, als deutliche Brücke, wo er krass, so aufgeschwemmt war. Und ich dachte, ich hätte so genau geschaut, aber... Ich glaube, von meiner Seite aus, mit ihm hätten wir es, sei denn, du hast noch Fragen. Ansonsten bringe ich ihn weg. Sehr, sehr schön. Danke. Super. Habt ihr wirklich großartig gemacht. Und das freut mich. Ja, einfach eine ganz tolle Leistung und ein ganz tolles, wohlgenährtes, wohlgeformtes Pferd, das hier vor mir steht. Also richtig, richtig schön. Schoki, es geht nach vorne. Sehr ab jetzt, schön. Ne? Für beide. Ja. Und nun geht's endlich wieder ab nach Hause. Aber ein Malheur muss dann doch noch sein. Es ist ganz viel Erfahrung, die du irgendwie mitkriegst und ein bisschen logisches Denken. Ne? Also sie hat den Schein, sie dürfte das machen. Ja, das kriege ich auch immer ganz viel mit. Also wenn du vorher Physiotherapeutin bist und schon Praxiserfahrung mit Menschen hast, dann ist es, glaube ich, einfacher und besser. So, tschüss. Alles Gute euch. Schön, dich kennengelernt zu haben. Ne? Ja, komm her. Ne? Wir sehen uns. Ja, ne? Ja, der Schoki. Jetzt fährt er wieder nach Hause. Tanja auch mit dabei. Das war für mich wirklich mal ein 3-Tage-Check, der ganz anders war. Weil der Schoki, der hat zwar ein Problem, der hat ein Magenproblem, aber ansonsten geht es den eigentlich gut. Also man kann ihm einfach etwas dafür geben und dann ist er voll funktionsfähig und ist zu reiten und zu bedienen. Und damit kann sie richtig losstarten.
die andere Sparte ist jetzt quasi für mich ganz neu gewesen, weil die Tanja da mit dran hing, die momentan eigentlich ganz viele Probleme hat, diesen 3-Tage-Check eigentlich absagen wollte, weil sie halt einfach vor ein paar Monaten eine Krankheitsdiagnose gekriegt hat, die viele Medikamente halt einfach voraussetzen, die den Körper komplett verändern. Ich kenne die Tanja ganz schlank, ganz selbstbewusst und ja, ich habe einfach gesagt, schau dir mal dein Pferd an, das ist ganz aufgeschwemmt, das hat Schmerzen, das kann sich kaum bewegen, es mag sich nicht bewegen und Pferde, die sowas haben, die sind auch nicht mehr selbstbewusst, die trauen sich nichts mehr zu, die sehen überall Gespenster, die erschrecken sich, die mögen nicht mehr vorangehen. Und genau das Gleiche habe ich ein bisschen bei der Tanja gesehen und das war ganz, ganz schwierig, sie so ein bisschen natürlich mit vor die Kamera zu kriegen, sie, sage ich mal, so in das Bewusstsein zurückzuholen, dass sie gerade auf ihrem Pferd sitzt, weil es, glaube ich, ganz, ganz schwer ist, wenn man plötzlich einen ganz anderen Körper kriegt. Damit muss man erst mal klarkommen. Und die große Hoffnung ist ja, dass es auch wieder weggeht und wir dann vielleicht auch die Tanja das nächste Mal vor die Kamera kriegen, wie sie eigentlich ist. Und nicht runtergedrückt von irgendwelchen Medikamenten. Und da freue ich mich richtig drauf. Sie hat von mir jetzt eine Aufgabe gekriegt, dass sie jeden Tag mit den Schoki arbeitet. Dass er ausgiebig trabt, ausgiebig galoppiert, dass er Kondition kriegt. Er war ein Sportpferd. Das heißt, er hat ein Sportlerherz. Das muss weitergearbeitet werden. Und für sie ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig. Wenn sie auf dem Pferd sitzt, hat sie den ganzen Lymphabfluss. Sie hat Körperspannung, sie hat Muskelpumpe. Und das wird ihr gut tun. Und das ist natürlich viel einfacher ohne Kamera, ganz klar. Weil dann ist sie einfach mit sich und dem Schoki alleine. Und ich bin gespannt, wann ich das erste Video kriege. Ja, und wünsche den beiden jetzt natürlich erstmal ganz viel Erfolg. Und hoffe, dass es der Tanja bald besser geht, dass sie das nächste Mal mit Juhu vor die Kamera springt, weil es gibt natürlich auch noch ein paar Überraschungen. Das hängt aber alles ein bisschen davon ab, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Tschüss, Schoki! Sei schön lieb! Ne? Ja, supi! Tschüss! Richtig gut. Fein. Ja, Wahnsinn. War wirklich, wirklich, wirklich anders. Ganz schwer. Es geht in private Linien rein, in private Ebenen rein, wo man selber gar nicht so gerne drüber spricht. Und das ist dann wirklich anstrengend, dass man nicht über ein gewisses Ziel hinausgeht, aber auch so weit motiviert, ja, dass ich sie aufs Pferd bekomme, dass der erste Schritt getan ist. Das war wirklich schwer. Aber wir haben es geschafft. Und Tanja, die hat es auch geschafft. Und damit wir auch wissen, wie es den beiden nun gut ein halbes Jahr später nach dem Aufenthalt auf Hof Eichenegg geht, hat sie uns dieses Video geschickt. Hallo, liebe Eichenecker! Ja, wie ihr seht, sind wir hier an einem neuen Stall angekommen. Schoki total entspannt und richtig glücklich. All die Punkte, die abgestellt werden mussten, konnten wir abstellen. Zum Glück, der ist den ganzen Tag draußen, hat 24 Stunden Heu zur Verfügung, ist einfach nur wirklich glücklich. Kein dicker Bauch mehr, außer so ein bisschen vom Gras. Naja, und ich habe auch keinen dicken Bauch mehr. Das ist auch ganz schön. Rundum, es hat einfach alles genauso geklappt, wie ich es mir gewünscht habe. Und es ist einfach wirklich alles richtig cool geworden. Ich bin jetzt mit dem Ausreiten, das ist jetzt noch nicht so richtig cool, weil ich bin jetzt gerade erst aus der Reha zurückgekommen, aus der 2-monatigen. Aber jetzt sind alle Bausteine gelegt, alle Grundsteine gelegt. Und es kann einfach nur noch besser werden. Wir freuen uns einfach nur. Schoki, sag mal danke, Ariane. Ja, guck mal da rein, da, sag mal danke. Der ist einfach total toll, der ist zufrieden. Nette Leute hier, schönes Gelände, besser könnte es nicht sein. Herzlichen Dank. Und er zieht auch nicht mehr.
Es kann nur gut werden. Und tausend Dank für eure Hilfe. Because all is well. Und wir bedanken uns auch für das wunderschöne Lied, was ihr uns im Anschluss noch geschrieben habt. It began with happy feet, yes indeed, once upon a time. To start this fairy tale, nothing failed. Always on my mind. Just trust in you and believe you can do it. This is what I feel. You hold the answer deep in your own mind. Let your spirit free. Together we will get it round. Come feel the special sound. You enjoy it here, help to see it clear. Happiness for youth. You can do everything for infinity. That's my destiny. Just trust it.